Hallo, liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Ich heiße euch willkommen zu diesem Gitarrentutorial zu Herz über Kopf. Und dieses Lied habe ich noch vor ein paar Stunden im Radio gehört und wir waren gerade im Auto unterwegs und dann dachte ich mir so, hey, ne, zu dem Lied wolltest du eigentlich schon die ganze Zeit mal eine Lesson machen. Heute hast du ein ganz kleines bisschen Zeit, dann machst du das mal. Weil das Lied findet meine Frau auch sehr schön und ich habe viele Zuschriften von euch bekommen, von wegen, ja, Christian, macht doch mal dieses Lied und ja, ich möchte euch natürlich auch beweisen, dass eure Wünsche erhört werden und ich dann auch da die Lesson zu mache. Ein weiterer Grund, warum ich auch dieses Video mache, ist, weil es keine richtigen, vernünftigen Tabs oder Akkorde dazu gibt im Internet und auch die Videos sind alle ein bisschen komisch und hier lernt ihr mehr oder weniger das Lied original. Zwei, drei Einschränkungen müssen wir hinnehmen, weil das Originallied ist mehr oder weniger an der cleanen E-Gitarre gespielt. Da kommt zwar auch Akustikgitarre mit dabei, aber das, was wir da hören, ist eine E-Gitarre und es wird eigentlich etwas anders gespielt. Aber dazu gleich dann mehr in der Lesson. Ich dachte mir eigentlich, okay, komm, guckst du dieses Video an, beziehungsweise das Lied und machst das mal eben schnell, machst schnell ein Video davon. Und leider ist es nicht so schnell zu machen und auch nicht so schnell zu lernen. Und hätte ich nicht gedacht, dass das Lied eigentlich so schwer ist. Es ist schon nicht einfach. Wir brauchen Barrés, wir müssen was zupfen und so. Ich zeige euch alles ganz easy, ganz locker, auch so Alternativen, so leichte Alternativen, aber wenn man es halt original spielen will, ist es gar nicht mal so leicht, ja? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Lesson rein. Kleiner Hinweis nebenbei, ihr könnt natürlich hier die Tabs und die Noten, die Akkorde, könnt ihr von meiner Internetseite runterladen. Da gibt es hier unter dem Video gibt's einen Link dazu, klickt ihr drauf, da müsst ihr dann so ein kleines Passwort eingeben, das steht dann auch auf meiner Internetseite und dann könnt ihr da euch dann die Akkorde dann runterziehen, dass ihr das Lied dann entweder hier mit dem Video dann lernt oder dann auch für euch ist, so alleine kann man auf jeden Fall, wer da fähig ist, kann man sich das daraus auch einfach ziehen, beziehungsweise kann das dann selber dann sich erarbeiten. So, ne? Und ja, wer gerne möchte, kann natürlich auch gerne auf meine Facebook-Seite vorbeikommen, die dann liken, da bleibt ihr halt immer auf dem Laufenden oder halt hier bei YouTube auch abonnieren, beziehungsweise hier das Video liken, wenn ihr das gut findet. So, dann gehen wir jetzt mal in die Lesson rein, in das Tutorial von Herz über Kopf von Joris. So. Wir fangen jetzt mal mit dem Intro an. Das Intro ist halt gezupft und gepickt und jetzt müssen wir schon mal eins sagen im Vorfeld, einfach nur zur Information. Was nämlich in vielen Akkorden und Notenblättern und so und auch in den Videos alles falsch gesagt wird, das Intro ist nicht gleich vom Refrain. Es hört sich ein bisschen gleich an, es ist aber anders. Es wird auch etwas anders vom Rhythmus her gespielt. Ihr könnt das nicht einfach da drüber ballern. Das würde theoretischerweise gehen, aber ihr müsst das voneinander trennen. Ne? Nur erstmal dazu. Das Intro ist eigentlich sogar bis auf eine kleine Stelle recht easy. Und das machen wir jetzt mal. Wir müssen mit dem Capo in den vierten Bund. Seht ihr hier, vierte Bund. Holt mal bitte euer Capo. Vierte Bund, ansonsten ist die Gitarre auf normal gestimmt. Und jetzt zeige ich euch schon mal die ersten Akkorde dafür. Weil man kann das natürlich auch, also man muss es nicht unbedingt zupfen, aber wir können es auch als einfach mit den Akkorden anspielen. Aber das ist natürlich nicht so fetzig. Ja, wir gehen trotzdem erstmal schon mal die Akkorde erstmal schon mal durch. Wir haben am Anfang haben wir ein A-Moll. Dann haben wir ein G-B. Beziehungsweise, ja, also das wird hier im Zeigefinger oder mit dem Zeigefinger. Also das A-Moll ist, denke ich mal, klar, oder? Ne? Weil, weil wir hier auch Fs und so dabei haben und das Lied generell schwer ist, bleibe ich jetzt mal bei diesen Standardgriffen, sage ich A-Moll. Müsstet ihr kennen. So. Das GB wird jetzt so gegriffen, dass wir jetzt hier mit dem Zeigefinger zweite Bund auf A-Seite, Mittelfinger dritte Bund auf die H-Seite und Ringfinger vierte Bund auf die G-Seite. Könnt ihr auch mit Mittelfinger, Ring und kleiner Finger machen, wie ihr möchtet. Ne? Müssen wir so. Es gibt so ein paar Akkorde, ein paar Videos, die so zeigen, dass es dann so ist, also so, quasi so ein richtiges GB. Es ist aber hier dieser Ton, diese vier
auf der G-Seite. Im Original wird das gar nicht so gespielt, das offene Akkord. Das wird im Original als Power-Chord bzw. Rock-Akkord-Version gespielt und er geht dann hier runter. Das Blöde ist, wir müssen dann hier in den 12. Bund und das ist hier bei, selbst bei den Western-Gitarren ist dann hier so ein bisschen Schluss und dann müssen wir dann hier noch runter und das ist ein bisschen blöd. Also an der E-Gitarre ist es natürlich easy, aber jetzt hier an der Akustik-Gitarre bleibt uns nichts anderes über, als hier oben dann in den offenen Akkorden dann zu zupfen und zu picken, aber ihr habt das ja auch im Vorspieler gehört und gesehen. Es geht. Also wir haben das A-Moll, dann haben wir das G-B, so, so, dann haben wir ein C, C ganz normal, ne? Hier Stufenakkord, Treppe, dann gehen wir auf ein C-Sus-4, da gehen wir hier unten in den ersten Bund auf die E-Seite, da klappen wir unten hier den Zeigefinger so runter und dann gehen wir wieder das C und dann machen wir hier ein normales G-B, also hier 2, 2 und die 3 hier. So, das sind jetzt erstmal so die Akkorde vom Intro. wir spielen jetzt das Intro, dieses Gezupfte. Spielen wir. Wir spielen jetzt bei der A-Seite, also oder bei dem A-Moll. Spielen wir A, dann H, dann G. Dann wieder A, H, G. A, H, G. So, ja? Ich spiele dreimal hintereinander. A, H, G, A, H, G. Jetzt gehen wir hier auf den zweiten Bund, auf die A-Seite, dann dritter Bund H-Seite und vierter Bund G-Seite. Und dann müssen wir direkt auf C. Also wir spielen das quasi nur einmal an. Und dann A. So, und jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob das dann vielleicht so greift, weil ihr hier mit dem Ringfinger, Mittelfinger hier schon in der Nähe seid. Ich mache es dann einmal kurz so und switch dann um, weil ihr müsst eh, für das C müsst ihr eh dann einmal hier mit dem Ringfinger komplett umswitchen. Ob der jetzt hier liegt oder ob der jetzt da liegt, ist eigentlich egal, wie ihr das möchtet. So, nach dem GB gehen wir auf das C. Und spielen das C hier, also hier die A-Seite und dann gehen wir unten auf die E-Seite. E, H, G. Dann danach spielen wir das C sus 4 und flachen hier mit dem Zeigefinger ab. Und dann gehen wir wieder auf das normale C. Spielen quasi das C insgesamt dreimal. Also. So, und dann spielen wir auf dieses GB. Es gibt jetzt andere Interpretationen, die dann sagen, dass man hier 303 spielen. Ich finde hier dieses GB finde ich schöner. Aber nicht hier jetzt den machen. Der passt nicht, sondern. Und dann gehen wir wieder auf das A-Moll. So. Dann C, C-Sus, C, GB und wieder A. Und ihr müsst von dem Rhythmus, ist es bam, bam, ba, dam, bam, ba, dam, bam, ba. Ihr hört dabei im Hintergrund noch so einen anderen Rhythmus. Der kommt von so kleinen Perkussivinstrumenten und es wird jetzt nicht mit der Gitarre gemacht oder so. Die Gitarre spielt eigentlich nur so. Und wie gesagt, das ist eigentlich eine clean E-Gitarre. Und wieder wechseln auf das A. Und das ist jetzt schon eine Zupf-Variante. Ich glaube nicht, dass Anfänger jetzt damit klarkommen. Die meisten werden jetzt schon das versuchen hinzukriegen. Ja, du, da. Und ihr sagt, oh scheiße, wie soll ich das hinkriegen? Mit viel Üben. Nehmt euch einfach so eine Akkordfolge, so dieses Picking und ihr habt euch wahrscheinlich jetzt dieses Video angeguckt und so, ach ja, ich möchte das Lied jetzt ganz mal, also ich möchte das Lied jetzt ganz gerne mal einfach mal lernen, so. Ich finde das schön, ich habe das im Radio gehört oder ach, das ist mein Lieblingslied, ich guck mir das mal an der Gitarre an. Und dann, bäm, kriegt es ins Gesicht geschleudert, bäm, ihr könnt es nicht spielen. Ist normal. Ich sage jetzt mal so, das ist musikalischer Standard. Das könnt ihr ungefähr, wenn ihr jetzt viel und oft übt, ungefähr nach 3 bis 5 Jahren spielen. Alles, was da drunter ist, ist alles Übungssache erstmal. Grämt euch nicht und macht euch nicht fertig, wenn ihr es nicht könnt. Übt einfach daran.
Und wenn ihr es jetzt könnt oder vielleicht erstmal langsam, dann ist es auch schön, ja. Keiner fordert euch jetzt auf, jetzt schon mit dem Lied mitzuspielen oder mit dazu zu singen oder so. Es ist ein schönes Übungslied, weil es halt jetzt nicht mega krass schnell ist. Das kommen wir gleich, da kommen wir gleich im Chorus, der ist wirklich schnell, da muss man schon fortgeschritten sein. So, das war jetzt das Intro. Ich spiele es jetzt nochmal, dass ihr es das nochmal mitspielen könnt. Ich mache es erstmal langsam und dann relativ Originalgeschwindigkeit, ja? Also 1, 2, 3, 4. So, die B. C. Und wieder G-B. A-Moll. So, und jetzt machen wir ein bisschen schneller. Okay, jetzt machen wir es mal richtig schnell, ja? So. Okay, 1, 2, 3, 4. Das Intro ist quasi nur zweimal gespielt und am Ende kommt jetzt nicht. Also wir spielen das C. Und dann spielen wir C, E, F. Das ist halt der Übergang. Wir spielen das nicht zu Ende, sondern wir spielen dann bei dem C. So, dann spielen wir C, ein E-Moll und das E-Moll ziehen wir aber von unten nach oben. Wir spielen das, kann man auch machen, aber es hört sich cool an, wenn man bim, bum, bum. Runter, dann E-Moll und dann das F. F müsstet ihr wissen. Glaube ich, brauchen wir jetzt so nicht erklären. So. Na, dann fängt er an zu singen. Hast mich lang nicht mehr so angesehen, hab viel zu oft versucht, uns zu verstehen. Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer. Bla 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 bla. Ne? Ihr kennt die Strophe, ne? Sonst würdet ihr euch jetzt nicht dieses Lied anschauen oder dieses Video. So. Ja, C, F. C, E-Moll, F. Da gibt es jetzt auch so Interpretationen, die dann zweimal das C. Finde ich dumm doof. Ich meine, ich höre da noch einen dritten Akkord raus. Wenn ihr das nicht so schnell hinkriegt, dann macht es einfach das C einmal und dann das F. Hauptsache, ihr kommt auf das F drauf. Ne? Aber ansonsten C, E-Moll, F. So, bam bam bam. Hab viel zu oft versucht, uns zu verstehen. Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer. Bei schon halb leer haben wir ein G. Das G spielen wir zweimal an. G, G und dann ein A-Moll. G, G, A-Moll. Schon halb leer. Da wartet er ein bisschen, dann kommt wieder C, E-Moll, F. Oh, ich weiß ganz genau, was du gerade denkst. C, E-Moll, F. Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschenkt. C, E-Moll, F. Fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch. Bei doch ist so falsch kommt wieder G und A-Moll. Und dieses A-Moll ist jetzt aber schon der Übergang quasi in den Chorus. Und dieser erste Chorus wird ein bisschen tricky gespielt. Das ist so ein bisschen, ja, dieses. Der erste Chorus ist auf jeden Fall, das sind die Akkorde des Chorus, aber das wird noch nicht so gespielt wie bei dem richtigen Chorus, wie bei Chorus 2, 3 und 4. Wir hören im Endeffekt gar keine Gitarre, sondern nur irgendeine Grundharmonie. Aber wir sind da trotzdem einfach im A-Moll, Chorus 1. Und immer wenn es Zeit wäre zu gehen, A-Moll, Zeit wäre ist F, zu gehen, haben wir C. Vergesse ich, was mal war, ein E-Dur, war und bleibe stehen, A-Moll. Da hört ihr aber keine Gitarre, das müsst ihr einfach so mitspielen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Und dann kommt hier ein C-Sus-4, aber ein tiefes. Da gehen wir einfach hier bei dem C, spielen wir einfach hier mit dem kleinen Finger, gehen wir hier auf den dritten Bund auf die D-Seite, spielen
spielen einfach nur das C quasi einmal an, das C sus 4 und dann wieder das C. Und dann Herz über Kopf. Und dann hören wir dann die Gitarre. Da wird nochmal das Intro gespielt. Ja, das ist nämlich jetzt ganz wichtig. Da wird einfach das Intro gespielt. Wir spielen gleich bei einem normalen Chorus, sag ich mal, einen ganz, ganz anderen Part. Jetzt hier wird nochmal das Intro gespielt. Ne? Der Teil, den wir gerade zu Genüge geübt haben. Okay, also beim Chorus nochmal zur Wiederholung. Ihr braucht auch gar nicht spielen, wenn ihr jetzt einfach selber dann singen wollt. Aber die Grundharmonien haben wir in A-Moll. Und immer wenn es Zeit wäre zu gehen, vergesse ich, was mal war und bleibe stehen. Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Herz über Kopf. Und so weiter, ja? Dann Herz über Kopf, da auch wieder C, C, C4, also C sus 4, das, und dann kommt wieder zweite Strophe. Trägst deine Haare immer noch wie früher und du tanzt genau wie früher. C mal F, die Augen treffen sich, der Raum ist schon halb leer. G, zweimal das G. Da bin ich am überlegen, ob da vielleicht nicht auch noch ein kleiner Akkord dazwischen ist, aber es hört sich okay an. Und wir haben auch hier bei der Strophe haben wir so eine Melodie, die dann diese E-Gitarre spielt. Habe ich jetzt nicht transponiert. Und man hört nämlich auch hier bei den Akkorden, dass es nicht offen gespielt ist, sondern dass das die E-Gitarre ist, die dann halt das über Power- und Rock-Akkorde spielt. So, dann haben wir so. Und ich glaube, das ist da. Irgendwie, er spielt dann da. Ich weiß nicht mehr genau, wo das jetzt war, ob das jetzt hier bei Haben uns so oft gesagt, es geht nicht mehr oder ab da, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, aber könnt ihr dann so machen. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, müsst ihr nochmal schauen, ne? Aber nur so mein kleiner Hinweis davon. Dann Musik ist aus und du kommst immer näher. Und jetzt haben wir den richtigen Chorus. Und der richtige Kurs wird, das ist gar nicht leicht, wie der zu spielen ist. Da muss ich mal einmal kurz. So. Und zwar, ihr könnt das natürlich einfach spielen mit den Akkorden. Könnt ihr A-Moll, dann F, dann C, E, A-Moll, F, C, C-Sus, C und G-B. Könnt ihr natürlich machen. Der Profi spielt das natürlich so, wie er das macht. So, und wir haben dann so. So, also wir haben A-Moll. So, wir spielen das A-Moll. Spielen wir hier A, dann unten E, H, G. Und zwar in Dumm. In diesem Rhythmus. Bum, ba, da, da, bum, ba, da, da. Hat ein bisschen was von James Blunt, Bonfire Heart. Da wird das ähnlich gespielt, aber allerdings über ein C. Aber gut. Das A-Moll. So, zweimal, das wird nur zweimal gespielt. Dum, da, da, dum, bam. Und dann geht's aufs F. Ja, und oben auch dann die Bassnote und dann wieder unten E, H, G. Und auch nur zweimal. Dann kommt das C, wer zu gehen. So, und dann kommt nach dem C, das spielen wir dann zweimal und dann spielen wir ein E-Dur. Da bin ich mir nicht 100% sicher, ich habe es nicht 100% dann rausgehört, was er jetzt hier unten dann spielt, weil ich meine, er variiert das auch zwei, dreimal. Er spielt dann hier oben dann E-Seite und ich meine unten dann die hohe E-Seite rauszuhören. Wenn ihr das irgendwie anders seht, könnt ihr das natürlich anders spielen. Wenn ich das selber für mich spiele, ich variiere das manchmal, ne? Weil kann man ja, ne? Das E auch zweimal und dann wieder das A-Moll. Wieder zweimal, dann kommt das F wieder zweimal. Jetzt kommt das C. Dann C sus 4, also unten der Zeigefinger abgeflacht. Dann wieder normales C. Und dann GB. Und dann A-Moll wieder. Und dann wird das Ganze nochmal wiederholt.
Wenn man es jetzt ganz alleine spielt, dann fehlt eigentlich so ein bisschen was. Man hat dann natürlich noch die andere Gitarre, die so ein bisschen die Akkorde spielt. Dann haben wir Bass, haben wir Schlagzeug, dann haben wir seinen Gesang. Wenn man es jetzt einfach nur so zupft, kann es ein bisschen abstrakt wirken, aber es ist auf jeden Fall richtig. Gerade der Wechsel von dem A-Moll auf das C, von dem A-Moll auf das F, ist ein bisschen schwierig, muss man ein bisschen üben. Und deswegen sage ich auch, ist die Lesson jetzt nicht unbedingt was für Anfänger. Die Anfänger werden spätestens hier, kommt ihr nicht mehr weiter. Das ist absolut von jenseits von Gut und Böse. Ja, ihr werdet das hinkriegen. Ne? Und da braucht ihr jetzt auch nicht sagen, Mensch, warum kriege ich das nicht hin? Das ist einfach euer Gitarrenskill, der einfach noch nicht ausreicht, muss man einfach so sagen. Und dann hier auf das A-Moll. Weil es, wenn die Leute schon das F dann erst so dann greifen müssen, irgendwie so, kommt ihr damit nicht hin. Weil ihr müsst oben auch hier die E-Seite, müsst ihr, die Bassnote müsst ihr als erstes anschlagen. Und so, C und das E zweimal. Na, und immer wenn es Zeit wäre zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Herz über Kopf. Und jetzt das mitzuzupfen und mitzusingen, mega schwer. Brauche ich gar nicht versuchen. Ihr könnt natürlich jetzt auch, anstatt dass ihr sagt, ich möchte das jetzt nicht unbedingt anzupfen, ich möchte das ganz gerne dynamisch anspielen, könnt ihr das auch machen. Das müsst ihr aber auch in diesem Rhythmus machen. Damit das authentisch wirkt. Also bam pa da pa da bam pa da pa da dan da 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 dan da da. Also ja, A. C. So. Ja, das war jetzt schon der Chorus. Hui. Okay. Müsst halt üben. Nach diesem zweimal Chorus kommt dann die Bridge. Die Bridge ist jetzt ein bisschen komisch, weil die Bridge ist wirklich sehr mit einer E-Gitarre gespielt, ist auch ein bisschen unstrukturiert, sag ich mal, so ganz, ganz blöd zu fassen, ganz, ganz doof. Mag ich zwar sehr gerne sowas hören, aber spielen ist sowas ein bisschen blöd, weil da gibt es kein richtiges Konzept. Wir haben Herz über Kopf, wo er dann Herz über Kopf. Oh, ups, weiß ich nicht. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. So, Chor, dann G und E-Moll. So, und die E-Gitarre macht dann irgendwie, spielt dann irgendwie sowas Gezupftes. So, und dann geht sie aber irgendwie runter. Und das ist halt alles Powerchord und dann geht das runter und dann, wir machen jetzt einfach nur F, dann G und dann E-Moll. Ihr könnt gerne das so ein bisschen zupfen, wie ihr möchtet, aber uns fehlt so ein Übergang. Den können wir hier nicht richtig umsetzen. Den könntet ihr so machen, indem ihr hier die H- und G-Seite irgendwie spielt oder die E-Seite, irgendwie sowas. Und dann müssen wir auf ein D-Moll. Das D-Moll wird aber gar nicht komplett gespielt, sondern eigentlich nur so bis zur H-Seite, weil es so tief ist. Tiefes D-Moll. Und dann spielt er auch mit dem Herz über Chor. Oh, oh. Dann wieder das C sus 4. Und das C entweder so oder dann hoch, tiefes C-Sus oder hohes C-Sus, Herz über Kopf, lasse ich dich immer noch nicht gehen. Da haben wir auch wieder immer nur so leichte Akkorde, lasse ich dich immer noch nicht gehen. Und da ist ganz, ganz leise so dieses G am Ende, lasse ich dich immer noch nicht C gehen. So, und dann auch wenn es längst Zeit wäre zu gehen. Und erst bei zu spielt wieder das C rein. Es ist ein bisschen jetzt komisch, weil wir haben da quasi die Akkorde des Refrains. Auch wenn es längst Zeit wäre zu gehen. Und dann spielen wir
spielen wir quasi diesen Rest des Refrains gezupft, gepickt, spielen wir dann, also das C. Dann kommt das E. Und dann kommt das A-Moll wieder. Und F, na, das ist jetzt der zweite Teil, C. C-Sus, C und G-B und A-Moll. Und jetzt kommt der ganz normale Chorus wieder. Herz über Kopf und immer wenn es Zeit wäre zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Bis jetzt bleibt der Kopfschrei G. Ohne Husten bitte. Und dann bleibt der Chorus eigentlich die ganze Zeit so da drauf, ne? Und so kommt man quasi aus der Bridge in den Chorus und die ganze Zeit wird dann der Chorus gespielt und dann quasi zweimal am Ende der Refrain und dann das Ende ist dann A-Moll, Herz über Kopf, F und C und dann ist eigentlich schon fertig. Oh, schön, oder? Das war jetzt meine Lesson von Herz über Kopf. Ja. Wenn ihr das nochmal mit mir durchgehen wollt, ich rate euch da meinen Webcam-Unterricht an, ja, dass wir das nochmal durchgehen, dass wir das Lied vielleicht mal anmachen, dass ich mir das anschaue, wie ihr das mitspielt. Ansonsten rate ich euch jetzt wirklich an, Lied anmachen, versuchen mitzuspielen, wenn ihr es einigermaßen könnt. Es wird jetzt auch, glaube ich, keinen Sinn machen, dass, wenn ich das jetzt nochmal hier vorspiele, das Intro und Refrain, dass ihr da versucht mitzuspielen. Übt es einfach so, wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Jetzt habt ihr schon mal das Handwerkszeug, dieses Lied zu spielen. Ihr wisst schon mal, aha, so wird es gespielt. Ihr könnt von meiner Internetseite die Akkorde dann runterziehen. Aber dieses Lied ist wieder so eine spezielle Sache. Und zwar Leute, die den Skill haben, das ganz locker an der Gitarre zu spielen, gucken sich so ein Lied eigentlich meistens nicht mehr an. Weil sie sagen, ja, okay, nee. Kein Interesse. Oder halt, ne, ihr müsst halt das für irgendeine Coverband oder sowas euch angucken. Aber ansonsten, so die meisten, die das halt locker flockig, die hören andere Musik oder gucken sich andere Musik an. So, dann die Leute, die das ganz gerne spielen wollen oder sagen, oh, ich bin total fasziniert von der Gitarre und so, das sind die Leute, die das halt nicht spielen können. Das sind meistens Anfänger. Das habe ich schon wirklich bei vielen anderen Liedern, bei vielen, vielen Songs habe ich das gesehen, dass gerade die Leute, die bei mir beim Webcam-Unterricht sind und die sagen, ich möchte das Lied gerne lernen, dann sage ich, das ist eigentlich ein Ticken zu schwer. Oder auch bei mir im Unterricht sagen, oh, ich will das dann gerne machen. Dann machen wir das 2, 3 Unterrichte und die Leute kommen einfach nicht damit klar. Die Leute, die das aber dann wirklich spielen könnten, weil sie F ganz locker spielen können, die sagen, nee, das ist mir eigentlich zu langweilig, das Lied. Ich möchte ganz gerne irgendwas anderes oder irgendwie Fingerpicking, Fingerstyle oder sowas machen. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich die Lesson jetzt auch mal ein bisschen kurz gehalten, einfach für die Fortgeschrittenen, die sagen, hey, ich möchte mir das einfach mal ganz schnell jetzt angucken und will einfach nur die Akkorde wissen und will vielleicht mir einfach nur dann die Chords dann von Christians Seite dann runterziehen. Ich habe so 2, 3 Schüler, auch Webcam-Schüler, die auf jeden Fall sehr, sehr gut sind, wo ich genau weiß, die können das locker dann runterspielen. Mit denen werde ich das mal machen und ich hoffe, dass ihr euch jetzt hier mit dem Video, dass ihr das spielen könnt und ich hoffe, ich habe da wieder dazu beigetragen, dass ordentliche Akkorde und ordentliche Videos zu den Liedern wirklich im Internet wieder herumschwirren, weil ich mag es nicht, solche Sachen zu interpretieren oder das zu vereinfachen oder so. Das Einzige, was wir jetzt hier gemacht haben, ist die Bridge, dass ich euch das nicht gezeigt habe, wie die Original-E-Gitarre da spielt, weil ansonsten müssten wir das Kapo abmachen und hier irgendwas variieren und nee, das ist doof, ne? Deswegen. So. Ich hoffe, ihr habt jetzt bis hier hinten, habt ihr euch das angeguckt und ich hoffe, wenn euch hier die Lesson dann gefallen hat, dann liked doch hier bitte das Video. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, einfach unter das Video drunter schreiben und ansonsten stehe ich euch natürlich auch bei Facebook oder so immer zur Seite für Fragen und schreibt mir am besten eine E-Mail, da kann ich das immer am besten koordinieren. So, ich wünsche euch alles, alles Gute, liebe Leute. Habt viel Spaß an der Gitarre. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.